Wetterau ist die Kornkammer Hessens. Das sind sehr wertvolle Ackerböden, gute ertragsreiche Böden. Das ist unser CO2-Speicher, der ja, für unsere Lebensgrundlage sehr wichtig ist. Wasserfilter für die Grundwasserneubildung. Und ja, letztendlich die ganze Lebensgrundlage für Insekten, Pilze, Tiere. Und das zerstören wir mal ebenso schnell auf Generationen. Ja, das ist anscheinend bei der Politik noch nicht so ganz angekommen. Also gerade hier bei unseren Kommunalpolitikern, gerade auch im Zusammenhang vom Klimawandel, müssten wir sowieso ja auch noch viel stärker agieren. Die Macht der Wirtschaft ist wahrscheinlich zu groß, der können sie halt wohl nicht so standhalten. Also es sind 24 Hektar, die jetzt in der Bebauung sind zurzeit, und bis auf 48 Hektar soll es dann noch erweitert werden. In Deutschland ist ja so, dass wir knapp 70 Hektar landwirtschaftliche Fläche jeden Tag verbauen. Und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass es jeden Tag ein Familienbetrieb, der geopfert wird für solche Industriegebiete oder für die ganze Bebauung. Der Dr. Liesmann hat ja so eine schöne Zahl gehabt, wenn wir im Moment so weitermachen, in 250 Jahren ist Hessen bebaut. Und das muss man sich einfach nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon alarmierend genug.